Heute Nacht habe ich mal freigestanden in Dänemark. Geht selten, aber heute ging es mal. Dieser Hinweis auf Parkplatz war da. Und es steht hier ausnahmsweise mal kein Campingverbot. Und als ich ankam, war auch schon ein weiteres Wohnmobil und ein Däne mit Zugfahrzeug und Wohnwagen. So sieht dieser Platz aus. Direkt an den Windmühlen, ganz kurz vor Tyberon. Ich bin sogar bis Tyberon reingefahren. Ich wollte eigentlich auf dem dortigen Campingplatz. Da hieß es, die hätten Plätze vor der Schranke. Das war aber alles sehr eng und mit Hütchen alles abgestellt. Hätte ich aufmachen können, ich hätte mich da hinstellen können. Aber irgendwie hat mir das nicht zugesagt. Und da ich auf dem Weg hierher diesen Platz gesehen hatte und bereits das andere Wohnmobil, habe ich gesagt, das probieren wir jetzt auch mal aus. Völlig problemlos eine wunderschöne Nacht verbracht. Ich habe auch die netten Leute hier, die Nachbarn, kennengelernt. Die machen hier heute ihr erstes Picknick dieses Jahr, habe ich von ihnen zu wissen gekriegt. Und sind vorher richtig mit Warthose raus in den Wattbereich hier und haben Muscheln gesucht. Riesendinger. Und die werden jetzt direkt vor Ort mit einer Reissuppe, die sie auch hier auf dem offenen Feuer grillen, und Maiskolben, die gegrillt werden, geröstet werden, als Picknick verputzt. Was für große Viecher das sind hier. Wird hier direkt gegrillt fürs Frühstück. Picknick. Oh. Rice soup. Ah, Rice Soup. Yes, ready to eat in a while. Yeah. You do this often? No, actually only about summer. In summer, yeah, so yes. So. And in the summer, and yeah. Actually this one is the first time for us. First time in this yes. year? Yes. Brilliant. Your phone. So lernt man dann bei so einer Übernachtung auch noch nette Leute kennen, die man sonst nie getroffen hätte. Jetzt geht's rein nach Tyberon. Da zeige ich euch ein, zwei Highlights, die man da machen kann. Und danach fahre ich mit der Fähre von Tyberon nach Agger. Fährt eine Fähre, die ca. 40-45 Minuten Fahrzeit hat. Ist auch dann die einzige Möglichkeit, von hier aus direkt nach Norden weiterzukommen. Das ist hier eine Landzunge, an deren Spitze dann Tyberon liegt als Fischereihafen. Und die Fähre wird so ca. 200 Kronen kosten, weil sie mich wahrscheinlich als Wohnmobil einstufen. Fahrzeuge unter 6 Metern sind ansonsten sogar nur 90 Kronen, inklusive jeweils einem Fahrer dann bereits. Wenn man von der Nordseite kommt, gibt es Angebote, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn man auf der Nordseite irgendwo in Tuy ist und will mal die Sachen in Tyberon sich angucken. Da gibt es also entsprechende Tickets, wo man dann auch den Eintritt zum Beispiel ins Westjylland Aquariet, ins Aquarium, dann auch schon mit inklusive hat und dann einfach als Fußgänger auf der Fähre mit einmal übergesetzt wird und auch sogar ein Transfer mit organisiert ist, der einen dann zu dem Aquarium dann rüberfährt. Wenn ihr nach Tyberon reinkommt und die Fenster leicht geöffnet habt, wird euch mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein dezenter Fischgeruch empfangen. Denn Tyberon ist ein Zentrum der Fischfangindustrie Dänemarks. Hier wird also sehr viel umgeschlagen, von den größeren Schiffen auch entsprechend. Das darf einen da nicht stören. Empfindliche Nasen halten die Fenster zu. Wenn man aber vorne dann in dem Bereich des Aquariums ist, da ist dann die Windrichtung eigentlich eine andere. Da ist das Ganze kein Problem mehr. Hier ist das Küstzentret, wo die Versuche dann für die Kinder nachzuempfinden sind.
Und da drüben ist das Jyllands Aquariet. Den Wal da draußen aufgestellt ist, den kenne ich auch noch nicht. Der ist neu. Schick, schick. Geschickterweise liegt hier fast alles ganz direkt beieinander. Ich stehe jetzt hier vor dem neuen Sea War Museum Jütland. Direkt gegenüber ist dann das Jyllands Aquariet. Und da drüben seht ihr als eckiges Gebäude das Küstencentret. Das hat eine tolle Ausstellung, gerade auch für Kinder, die dort mit Experimenten selber nachempfinden können, ausprobieren können, wie Küstenschutz eigentlich funktioniert, Deichbau, welche Kräfte Wasser entwickeln kann. Ja, da draußen in Rot angestrichen seht ihr den sogenannten Spionbunker. Ja, hier ist das Aquarium. Da hinten geht es in die eigentliche Ausstellung. Ich kenne die schon, da bin ich schon gewesen. Den ganzen Shop und Eingangsbereich haben sie umgestaltet. Der Eingang ist jetzt günstigerweise auf der anderen Seite, sodass man dichter zu den anderen Museen ist. Früher musste man einmal komplett um den ganzen Block erst laufen. Hier vorne ist eine kleine Waschstation noch für Kinder, öffentliche Toiletten und der Museumshop. Die Knochenteile, die ihr hier seht, die sind echt. Die sind von richtigen Walen. Ich habe jetzt die richtigen Preise rausgesucht, nur fürs Aquarium. Kinder bis 2 sind kostenlos. Kinder von 3 bis 12 Jahren kosten 89 Kronen. Und Erwachsene, oder sagen wir mal alle über 13, kosten 99 Kronen pro Person. Finde ich angemessen für das, was da drin geboten ist. Für die 0- bis 2-Jährigen, nettes Bonbon am Rande, da drin ist ein kleiner Brunnen. Der ist voll mit Krebsen und da können die Kinder, wenn sie ihren Schnuller nicht mehr brauchen, ihren Schnuller den Krebsen schenken, weil die Krebse brauchen ja ganz dringend ihre Schnuller. Das wird auch gerne angenommen und die Kinder opfern ihren Schnuller, damit die armen Krebse dann auch einen Schnuller haben. Ja, wenn man sich vor diesem Stein hier fotografiert, kann man als Bildunterschrift dann schön schreiben: Ich fühle mich so beobachtet. Ja, das ist das Küstencenter. Auf dem Aushang hier könnt ihr so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, was da drin eigentlich geboten ist. Für Kinder sind viele Experimente aufgebaut, an denen sie selber nachempfinden können, wie Küstenschutz funktioniert, wie Umweltschutz funktioniert. Und man wird darüber dann wohl auch den Spionbunker dann erreichen können. Ich gehe jetzt mal rein und guck mal, was die Preise so sagen. Kinder 3 bis 12 Jahre 105 Kronen, für Erwachsene 125 Kronen und für Rentner 115 Kronen. Finde ich angemessen für das, was man hier alles so erleben kann. Viele kleine Experimente, die die Kinder machen können, selber ausprobieren können. Und auch für die Erwachsenen gibt es da einiges. Hinter dem Küstencenter, da kann man also auch von hier aus zu Fuß hingehen, das ist überhaupt gar kein Ding. Das Malemucken, das Besondere daran ist, es ist ein ehemaliger Fischkutter, der einfach ausgeschlachtet und umgedreht worden ist und als Dach verwendet worden ist. Das Gebäude ist dann quasi seitlich rangebaut an die ehemalige Bordwand. Und der Bootskörper dient als Dach. Von innen sieht man dann auch tatsächlich die ganzen Spanten und auch die alten Motorlager, wo früher dann der Schiffsdiesel drauf montiert gewesen ist. Ist ein ganz uriges Gefühl, da drin zu essen. Deswegen habe ich mir auch gedacht, da muss ich unbedingt heute mal hin. Das Mittagessen da ist also eigentlich schon eingeplant. Das ist das Malemucken. Mit Schiff, mit allem drum und dran. Außenanlage mit dem Strandhafer relativ frisch angesät oder angesetzt. Der ist noch nicht sonderlich wild gewachsen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da drin einen Tisch kriegen, weil ich gerne im Malemucken Mittag essen würde. Das war das Malemucken. Ich habe mich jetzt noch mal schlau gemacht, mal gefragt, was denn aus den roten Baracken geworden ist. Die sind vor 2 Jahren abgebrannt, bedingt durch einen Gasleck in der Küche. Das gesamte Restaurant ist quasi davon betroffen gewesen, nur das Schiff. Das haben sie retten können. Der gesamte Rest des Gebäudes ist quasi damals den Flammen zum Opfer gefallen. Bekannterweise ist am Samstag Bettenwechsel in Dänemark, das heißt die ganzen Ferienhausgäste sind heute
damit beschäftigt, ihre Häuser leer zu räumen und nach Hause zu fahren. Und die neuen sind erst auf dem Weg hierher. Ich denke schon, dass das einen Effekt auf so einen Standort wie hier hat. Eine weitere Attraktion in Tyboren ist das sogenannte Snecklehuset. So sprechen es die Deutschen aus. Ich habe mich mal belehren lassen, es heißt Snailehus. Snailehuset. Da fahren wir jetzt mal rum und gucken uns das mal an. Ja, das Snailehuset ist 1949 von einem Mann in 25 Jahren in das verwandelt worden, was es heute noch immer ist. Er hat vorher schon auf seinem Bauernhof Mauern mit Muscheln und mit Schneckengehäusen verziert. Ist heute ein Touristen-Hotspot. Heute am Samstag scheint die Besuchszahl jetzt schon relativ niedrig zu sein. Ich habe sogar direkt hier dran parken können. Und es kostet wirklich ganz kleinen Eintritt. Für Erwachsene 20 Kronen, für Kinder 5 Kronen. Man kann ein schönes Eis essen und das werde ich jetzt auch tun. Eine Bitte habe ich nur, wenn ihr das hier besucht. Ich finde es eine tolle Geschichte. Kauft gerne alles in dem Laden. Insbesondere Eis, das ist sehr lecker. Aber kauft bitte keine Muscheln. Die Muscheln werden oftmals unter fragwürdigen Bedingungen in Asien, in Afrika zerstörerisch aus den Riffen rausgefischt, um hier dann verkauft zu werden als Andenken. Sind sicherlich auch Muscheln dabei, bei denen das nicht der Fall ist, die da ungefährdet sind. Aber es sind auch viele andere Sachen dort angeboten, die man problemlos kaufen kann, die nicht irgendwo diese Nebenwirkungen haben. Da hinten kommt auch schon die Fähre. Da geht es gleich rauf. Es ist eine kleine Fähre, also allzu viele Fahrzeuge passen da nicht rauf. Hier stehen jetzt aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Also es empfiehlt sich schon rechtzeitig da zu sein, wenn man mit einer spezifischen Fähre von seinem Tagesplan her fahren will. Denn wenn man ganz hinten in der Schlange steht, kommt man unter Umständen nicht mehr rauf auf die Fähre. Mit dem großen LKW, der drauf steht, scheint da doch ein bisschen was drauf zu gehen auf die Fähre. Bin mal gespannt, wie viele Autos da jetzt gleich runterkommen. Aber der LKW alleine dürfte ja schon den Platz ausmachen für drei große Fahrzeuge, also so meine Kategorie. Und da ist ja noch eine zweite Reihe daneben, wo ich jetzt hier vorne schon durch die Scheiben zwei Autos gleich hier vorne schon erkennen kann. Da geht doch eine ganze Ecke drauf. Gang eingelegt, Handbremse angezogen, Motor aus. Einen haben sie da hinten noch dazwischen gequetscht. Aber dann haben sie auch alles mitgekriegt. Und jetzt geht's raus auf den Limfjord. So schnell ist die Überfahrt vorbei. Und er hat schon mit der Fernbedienung die Fährbrücke aktiviert. Fährt sie schon mal auf die Höhe runter. Mache ich mir auch mal auf den Weg. Und schon geht's wieder runter von der Fähre. Und wir sind im Nationalpark Thy. Ist das ein Anblick? Da macht selbst das Autofahren Spaß und einfach nur den Anblick genießen. Wenn ich mir meinen Wochenplan so angucke, ist
ist jetzt auch tatsächlich so, ich muss heute noch ein bisschen Kilometer machen, um dichter an Skagen ranzukommen. Skagen ist für morgen geplant. Am Nationalpark Thy liegt auch Klitmöller. Hier habe ich mal vor vielen, vielen Jahren einen Urlaub verbracht, allerdings im Winter. Es war sehr angenehm damals. Hier geht eigentlich immer eine gute Welle und guter Wind. Ist also einer der Surf-Hotspots. Und wenn ihr da drüben rüber guckt, seht ihr dort auch Surfer. Eine Besonderheit hier sind natürlich auch die Fischerboote. Es gibt hier keinen natürlichen Hafen, sodass die Boote einfach immer auf den Strand gezogen werden. Dafür haben die Fischer dann auch hier vorne direkt am Strand Hütten. Die sind hier hinter mir mit den schwarzen Dächern und den braunen Abgrenzungen, wo sie dann ihre Sachen dann alle drin unterbringen können. Die Wassertemperatur kann nicht so schlecht sein. Ich habe hier direkt hinter mir Schwimmer im Wasser. Oh ja, bisschen frisch, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, die Brandung geht hier nicht so doll. Das ist etwas berechenbarer, wie die Welle kommt. Aber der Strand ist hier auch speziell an der Spülkante deutlich steiniger. Große Zigarette. Wer hat denn einfach diesen Zigarettenstummel hier liegen lassen? Sowas geht doch nicht. Kinnings. Könnt ihr denn nicht aufruhen? So eine Zigarettenkippe muss doch nicht am Strand rumliegen, oder? Naja, in dem Fall soll sie genau daran erinnern, dass ihr die Strände sauber lasst. Thy für Clean Beaches, für reine Strände. Die kleine Erinnerung, lasst eure Zigarettenkippen nicht hier. Lustige Idee. Ja, das ist so ein typisches kleines Fischerboot. Da wird man auch schon technische Hilfe haben, sprich einen Trecker, der das Schiff hier so auf den Strand ziehen kann. Das kriegt man mit reiner Muskelkraft garantiert nicht hin. Sieht man aber auch, der Kiel ist kräftig verstärkt, dass er das auch ab kann. Wir können natürlich auch direkt am Strand ins Saunafass steigen. Eine Stunde, 50 Kronen pro Person. Dann wollen wir noch mal gucken, dass wir es rechtzeitig vor Sonnenuntergang nach Hanstholm schaffen. Das ist nicht weit von hier. Update zur Batterie. Ich habe heute relativ viel kurze Turns gemacht mit jeweils kurzen Standzeiten. In diesen kurzen Standzeiten ist die Batterie mit dem Kühlschrank belastet worden. Ich habe bei den längeren Standzeiten, so wie in Tyberön, an den Museen und dem Aquarium, da habe ich länger gestanden, immer sofort auf Gas umgeschaltet, weil das wesentlich effizienter ist. Habe aber jetzt eben auch festgestellt, als ich hier jetzt in Klitmöller angekommen bin und den Motor abgeschaltet habe, dass er ja im 12-Volt-Betrieb dann auf die Aufbaubatterie ging und er hat 10 Ampere Entnahmelast gebracht. Ich habe daraufhin sofort wieder dann das Gas angeschaltet. Ich verlege mich jetzt aber nochmal wieder. Und die kleinen Turns, die ich dazwischen gemacht habe, haben jetzt nicht gereicht, um meinen Akku wieder ganz massiv nach oben zu bringen. Der ist jetzt, ich zeige euch das mal, da, auf 71%. Das ist weiterhin
völlig okay. Und dann mit dem Strom komme ich auch locker aus und locker hin. Aber da ich heute sowieso noch ein bisschen Kilometer machen muss, um morgen Skagen vernünftig erreichen zu können und mit meinem Tourplan gut voranzukommen, fahre ich jetzt noch rüber nach Hanstholm, gucke mir da vielleicht noch kurz den Strand an. Ich bin jetzt nur ein paar Kilometer weiter gefahren nach Hanstholm. Wir sehen hier gerade den Hafen von Hanstholm. Und das sind jetzt vielleicht 10 Minuten Fahrt gewesen. Aber hat er schon ganz ordentlich wieder zugelangt. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht während der Fahrt. Es ist heute ein extrem warmer Tag. Also das Auto hat mehrfach wirklich in der prallen Sonne stehen müssen. Ich denke, auch deshalb ist der Verbrauch des Kühlschranks auf 12 Volt heute erheblich höher als an anderen Tagen. Die kurze Strecke, die ich jetzt gemacht habe, hat ihn aber schon wieder auf 78% hochgebracht. Und wenn ihr hier oben auf den Stromfluss guckt, mit plus 25 Ampere, der Motor läuft noch, im Standgas sogar im Moment nur. Das ist mein Ladebooster, der gerade ganz kräftig da reinpumpt. Denn jetzt ist auch nicht mehr so die Hitze. Der Sonnenstand ist schon relativ tief. Und dann hat auch der 12-Volt-Kühlschrank nicht mehr so viel zu tun. Ich denke mal, wenn ich jetzt gleich nach Hirtshals noch weiterfahre oder einen Teil der Strecke mindestens mache, mal schauen, wie lange ich heute noch fahren mag, dann sollte ich wieder bei 100% gelandet sein. In 0, nix. Ist jetzt knapp oberhalb von dem kleinen Parkplatz über dem Hafen. Gehen zwei Holztreppen hoch. Dann sieht man hier ein paar Kunstwerke, die montiert sind. Und eine alte Bunkeranlage, die hier noch komplett drin ist. Durch den Hafen ist diese natürlich geschützt gewesen. Andere, die in den Dünen gebaut sind, sind mittlerweile längst dem Küstenfraß zum Opfer gefallen. Diese Anlage hier ist noch, denke ich, im Wesentlichen an der Stelle, an der sie ursprünglich vorgesehen gewesen ist. Die Batterie ist jetzt nach ungefähr 20 Minuten Standzeit hier in Hanstholm am Hafen bei 79%. Ich habe jetzt gerade den Motor laufen, hört ihr vielleicht im Hintergrund. Und jetzt ist auch der Kühlschrank wieder angesprungen auf 12 Volt und da sehen wir gleich am Stromfluss, dass da jetzt nur noch 15 Ampere in der Batterie ankommen. 10 Ampere nimmt sich jetzt gerade der Kühlschrank hinten. Soll er ruhig, er soll ja auch kalt halten. Und auf der Tour, die ich jetzt aber vorhabe, eine Stunde mit 15 Ampere, sind dann ja schon entsprechend 15 Ampere Stunden. Da sind wir ja schon nahe dem Bereich, dass die Batterie quasi fast voll ist. Bin jetzt nochmal zum Bunkermuseum gefahren in Hanstholm. Ist zwar schon längst zu, aber die Außenausstellung kann man ja mal wenigstens sich kurz angucken. Hier haben wir zum Beispiel Tschechenigel. Das waren Panzersperren, die überall an den Stränden bis zur Normandie runter für anlandende Panzer gebaut gewesen sind. Und hier stehen einige Geschütze. Das größte Geschütz dieses jenes. Bunkermuseum Hanstholm. Aber am beeindruckendsten ist natürlich das Rohr hier. Das ist schon Hammer. ...38 cm Marinekanone. Eigentlich ein Schiffsgeschütz. War für die Bismarck-Klasse konstruiert. Das Geschützrohr hier ist vom gleichen Typ wie das, das im Museumsbunker gestanden hat ursprünglich. Bis zum Mai 2005 lag dieses Geschützrohr im Hof des Teuhus-Museums in Kopenhagen. Das Geschützrohr hätte eigentlich Teil der deutschen Batterie Tirpitz werden sollen. Die Batterie lag bei Öxby in der Nähe von Blavand. Die Geschütze wurden jedoch nie montiert, weshalb sie im Mai des Jahres 1945 auf einem Stapelplatz bei Guldager Station bei Esbjerg lagen. 1947 wurde dieses Geschützrohr dann nach Kopenhagen transportiert. Ursprünglich war das Geschützrohr hergestellt worden, um die Bewaffnung des deutschen Schlachtschiffes Gneisenau auszuwechseln, das bisher mit 28 cm Geschützen ausgestattet war. Im Februar 1943 wurde dieses Vorhaben jedoch aufgegeben, nachdem das Schiff während eines alliierten Bombenangriffs schwer beschädigt worden war.
Stattdessen wollte man die Geschütze jetzt bei der Küstenverteidigung einsetzen. So viel zur Geschichte dieses Geschützes. Die Dimensionen sind kaum fassbar. Wenn ich mich jetzt mal hier so daneben stelle und ihr das so als Größenvergleich habt. Aber trotzdem sollten diese Dinger Tod und Verderben bringen. Ist nicht meins. Meine kleine Zoom-Kamera hat mir verraten, wie der Eintrittspreis ist. Für Erwachsene sind es 100 Kronen, für Kinder 80 Kronen. Und dann kann man da in die Ausstellung hinein. Ich gehe nochmal da oben kurz gucken. Da ist die Feldbahn, wo man sich dann zu den einzelnen Stationen dann hinfahren lassen kann. Und wenn ich jetzt also hier den Weg hochgehe, dann haben wir hier oben die Station. Das können wir uns ja nochmal angucken, ob da irgendwo noch was zu entdecken ist, obwohl eigentlich hier schon geschlossen ist. Hier ist dann die Wartelinie wieder für den Zug. Der Zug fährt vom 13. Mai bis 13. September jede halbe Stunde. Und dann gibt es die Route Blau, die dort abgefahren wird. Siehe dieser Plan hier. Die Dauer der Fahrt ist ungefähr 15 Minuten. Ein Fahrschein kostet 20 Kronen. Es war mein Stellplatz heute Nacht. Es war auch von der Straße aus ausgewiesen als Kitesurfplatz. Und so ist dann mein Ausblick am frühen Morgen. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Sieht schon fetzig aus. Gar keine Frage. Ein kleiner Sprung. Scheint ein echter Hotspot zu sein hier, diese Stelle. Wir können schon fast vom Verkehrsstau sprechen. Lasst mir ein Like da. Jetzt fängt das Kaffeewasser gerade an zu kochen. Lasst mir ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eure Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. So, Kaffee, jetzt geht's los hier.